in Bezug auf, ja, dass es noch Dinge zu erledigen gibt, quasi. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist blöd, weil dann sieht man das die ganze Zeit auf meinem Stream-Layout. Und apropos Layout, ich sollte mal umschalten, damit ich ohne Delay spiele, weil vorhin habe ich mit Delay gespielt, jetzt habe ich auch ein bisschen Scheiße gespielt. Ich wäre nicht in das Wasser gefallen, hätte ich nicht mit Delay gespielt. So, wir sind in Rotas verbotenem Lande. Ach du Scheiße. Dann wieder zurück in die Origin-Wüste. Aber nee, nee, nee. Also diesen Part gibt es Lore, hat Körbo gesagt. Kann das sein? Verbotene Feuerlande. Dankeschön für den Headpad. Ich sehe, hier ist alles zerstört. Da regieren die Pfötchen. Oh Mist, mir fehlt noch eine Sache. Die Kunde, wie unachtsam von mir. Die Pfötchenkrieger. Und hier regnet das Meteorit. Das heißt, ich sollte mich so schnell wie möglich vom Fleck bewegen. Und ich möchte eine Startarena. Noch ein ganz kleines bisschen erkunden. Und da gibt es anscheinend eine Autobahn. Heißt das, wir können hier wieder mit dem Auto fahren? Oh Gott, lass dich nicht von Meteoriten treffen. So, sind hier irgendwelche interessanten Dinge? Auf jeden Fall, dort sind... Da sind jetzt diese noch wilderen Wildlinge. Genau. Es ist Crisis City aus Sonic 06. Ja, kommt hin. Accurate. Wie lustig, dass du Sonic 06 erwähnst. Wieso komme ich da nicht hoch? Kann ich jetzt zwischenlanden? Ich kann da gar nicht rauf. Aber vielleicht kriege ich irgendwas, womit ich das umrennen kann. Gib mir das Metanet-Schwert. Kann ich irgendwas zerhackstückeln? Ja, hätte auch keinen Sinn ergeben. Doch was ist hier links? Hier ist doch garantiert eine Belohnung. Schnapp dir Fleisch auf Holz. Auch nicht. Ist Lebensmittel aus Blumen. Aber hier links kann man noch lang. Und sterben. Gut, dass wir das nicht getan haben. So, ich will die Musik nicht kritisieren, aber die aus Crisis City wäre schon richtig stark. Okay, hier hinten habe ich definitiv nichts vergessen. Ja, dann komm doch runter und schlag mich. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, da ist garantiert irgendwas drin. Das saugt jetzt Stück für Stück ab. Okay, das heißt, ich muss jetzt demnächst bereit sein, genau diesen Knopf zu drücken. Denn der ist wichtig und wird hier irgendwas... Ja, okay, es ist ein Pond. In Ordnung. So, hier links wird, glaube ich, auch jetzt ein Meteorit einschlagen und da ist eine rote Münze. Und diese Teile da haben wir wieder. Soundeinstellung ist aber gut so, ne? Wirkt jetzt nicht schlecht. Nee, ist perfekt abgestimmt. Nehmen wir die Möhre, ihr Hoppelhäschen. So, das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Und die Box, und die Box. Die Box und das Ding. Jo! Ich wusste es. Okay, Schlag auf Schlag. Das ist Fake. Und die da oben ist es. Okay, das war so klar. Ich muss aufhören, wie ein Spieleentwickler zu denken. Etwas knapper als mir lieb gewesen wäre. Da haben wir die erste Waddle-Dee-Kiste. Hoffentlich die allererste. Es ist in der Tat die allererste Waddle-Dee-Kiste. Sehr gut. So, hier ist Feuer und der wirft Stein. Hör auf, Stein zu werfen. So wie. Wir haben jetzt auch ein Upgrade für den Maulwurf. Für den Bora-Kirby. Aber ich finde irgendwie, das mit den Bleistiften verschießen ist an sich effektiver als den stärkeren Bohrer. Also finde ich. So, ist hier drüben noch irgendwas. Oh, okay, ich sehe das Problem. Schade, ich wollte eigentlich mein Schwert behalten, aber Spiel sagt, muss buddeln. Dann buddeln wir eben. Und Vorsicht, Feuer ist heiß.
einmal hier runter durch. Dann haben wir hier, glaube ich, den zweiten Bottle Dee, der uns auf diesem Blättchen serviert wird. Tschüss, mein Kumpel. Und hier drüben ist einfach nur ein Power-Up, um wieder rauszukommen. Okay. Gut zu wissen. Zack, Hinterhalt! Ich wollte gerade sagen, müssen wir in dem Level eventuell den Rock kicken. Aber tatsächlich sind wir mehr Knuckles, als dass es mir lieb ist. Knuckles! Oh! Oh nein, da oben war was, oder? Knuckles. Knuckles ist Boy. Ich find's immer blöd, Knuckles ist an sich der schwerste Charakter, weil irgendwie man den Hard-Modus in allen Spielen hat. Aber ich mag Knuckles und ich mag, dass er schweben kann. Ich find das voll nice. Aber in Mania ist er nicht zufällig schwerer. Oder nur in 3 und Knuckles. Das geht jetzt wahrscheinlich an Barmut, die Frage. Hä, hey, anscheinend kann man ja doch schießen. Nämlich haben wir komplett mit Mist geredet. Na, aber man schießt die Raketen anders. Man schießt sie nicht nach unten. Oh, ich wünschte, ich könnte, wenn ich in der Luft B drücken würde, komplett nach unten. Also irgendwie nach unten fallen. So wie so eine Stampfattacke und dann direkt in den Boden. Viel Spaß und... Nein, oder? Die taucht gar nicht mehr wieder auf. Och, Mann. Mania kann nur Mauern zerstören und Anlauf. Ja, aber hat er auch einen... Er hat ja nicht einen anderen Boss, so. In Sonic 3 und Knuckles ist Knuckles ja quasi der Hard-Modus. Da geht meine Fähigkeit dahin. Jetzt scheiße ich komplett rein. Guck mal, was da drin ist. Was ist denn hier schön? Das kann ich jetzt mal kaputt machen. Sieht interessant aus. Ein Lüftungsschacht. Oh, ich kann saugen. Sag jetzt Gameplay ist kniffliger, weil er nicht so hoch springen kann. Ja, aber ansonsten so. An sich spielen sich alle Mania Chars gleich. Ich muss mal den Encore-Mode ausprobieren. Den habe ich mal bei Neko, glaube ich, gestartet. Das Problem am Encore-Mode war nur, du kannst ihn nicht zu zweit spielen. Im Encore-Mode musst du alleine spielen. Und ich habe irgendwie Lust, das Spiel mal so durchzuspielen. Aber ich glaube... Ja, ich weiß nicht, ob das dann kritischer ist. Boingi, boingi, boingi. Sploosh. Oh nein, ich muss da ganz schnell durch, oder? Oh mein Gott, ich muss so schnell wie möglich da durch. Ich muss den Kometen löschen. No! Aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Encore fand ich besser. Ich habe erst den normalen Modus durchgespielt. Hey, warte mal kurz, ich kann jetzt zurück, oder? Oder hat es jetzt immer noch zerstört? Ja, das ist natürlich alles zerstört. Warte mal, war es bei Encore nicht so, dass du, dass die Charakter hot swappen? Also, das heißt, wenn du stirbst, spawnt einfach der nächste Charakter rein. Und somit hast du quasi 5 Hits statt nur irgendwie, keine Ahnung wie viele. So ein bisschen, ich glaube. War das nicht sogar bei Knuckles Chaotix so? Wobei, nee, das kann gar nicht. Doch, doch. Ich glaube schon, bei Knuckles Chaotix ist es, glaube ich, so, wenn du getroffen wirst ohne Ringe, dann fliegt dein Charakter raus. Aber du. Der kommt nach kurzer Zeit irgendwie wieder. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an die Fähigkeit kommen. Spüsch. Ja, ich weiß nur, dass es halt in der Wüstenzone, also im Mirage Saloon, gibt es einen anderen Act 1. Ah, ich habe einen verpasst. Na nun, ein Secret. Puh.
Und hier ist das Ziel. Ich habe keine einzige Bonus-Challenge geschafft. Ja, das ist dumm gelaufen. War nicht so gut, das Level. Für mich. Besiege die zwei spähenden Kleffis. Ja, wie hätte ich den ersten denn besiegen können? Die geilen Passagen ist wahrscheinlich dort, wo ich verkackt habe und 7 Lavakugeln mit Wasser zerstören. Zum Beispiel ist der riesige Metal Sonic in Ultra-Modus rot. Ich sehe diese Referenz. Ich verstehe sie. Und gestern... Gestern habe ich mich ja auf unserem Freunde-Server, also auf dem Server von Flutter und uns allen, habe ich mich ja darüber beschwert, wenn Leute aus dem Englischen direkt ins Deutsche übersetzen. Was ich im Endeffekt gerade gemacht habe. Oh, ich sehe. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Wir machen eine komplette neue Generation an Sprache. Sie wird eigenartig, aber jeder wird trotzdem verstehen, was gemeint ist. Oh, ich muss nur die Dinger treffen. Oh, das sind Autobomben. Autobomben roll out. Easy. Homing Attack. Das ist ja easy. Oh, shit. Doppel-Shit. So, jetzt. Kannst du jetzt? Okay. Alter, verreck. Mir geht die Zeit aus. Also mit anderen Worten. Zack. Und dann noch eine. Und dann springt sie und tötet. Okay. Und das war auch nicht das Ende, ja. Ich wollte schon sagen, das war definitiv die schnellste Stelle. Nee, die schwerste. Hätte ich nicht verkackt, hätte ich die Bestzeit geholt. Aber ist okay. Muss man halt rumprobieren. Gut, gut. Hier ist doch definitiv irgendwas versteckt. Das Schöne an Sprache, man kann satzen, wie man mag. Und wenn man es richtig macht, ergibt es so einen Sinn. Ich sehe ungefähr, oder ich erkenne ungefähr, was du meinst. Marsch auf der Inferno-Straße. Aber ich weiß nicht so, wenn Leute sagen, dass etwas frei ist, dann sehe ich, dann verstehe ich darunter etwas anderes, als wenn etwas kostenlos ist, so. Ist Sachen von Blättern. Klau die Fleischmahlzeiten der Bestien. Okay, wir müssen Hammer benutzen, ich sehe schon. Komm mal her, mein Freund. Und was ist in der Kiste? Bunga Bunga Time. Ist hier eine Fleischmahlzeit? Nee, war dafür ein Secret. Und ich höre hier irgendwas. Ich höre doch hier einen. Ich hoffe, der geht noch weiter oben. Das ist Snack. Nein! Snack hat mich gefressen! Ich steppe auf dich, wenn du jetzt nicht aufpasst, Alter, voll in den Kopf. Ah, okay, da bist du. Aber wie komme ich da rein, ist die Frage. So, da hinten? Ist ein Durchgang. Ah, warte. Ist es einfach so, wie ich mir vorstelle? Dass ich einfach hier rein kann? Nee, okay. Not gonna lie, ich krieg halt schon Bock, irgendwie Mania zu spielen. Es liegt aber vielleicht daran, dass ich relativ viel Sonic bei Let's Play Markus aktuell gucke. So, hier ist der Knopf und dann kann ich runter. Sehr gut. Yay, wieder fein.
Ich habe nur Angst, dass ich das irgendwie bereue. Ich meine, gerade die Bosse des Spiels kann ich nicht so gut. Und die Bosse sind eigentlich immer das Schlimmste an den Sonic Games. Das Level-Design ist ja geil. Bis auf Metropolis. Da freue ich mich auch irgendwie auf Origins, weil das dann halt mir unendlich Versuche bei den Spielen gibt. Ich möchte ohne Mist, wenn ich Sonic Origins irgendwann für günstiger Geld bekomme, jetzt habe ich den geklaut, sehr gut. Dann möchte ich vor allem Sonic 1 durchspielen, weil das habe ich irgendwie schon mal auch mit Save States geschafft auf dem 3DS. Und wenn ich quasi so gesave-stated, dass ich unendlich Checkpoints habe. Daran bin ich also interessiert. Donk, voll aufs Maul. Ich hau dir auf den Popo! Au. Bunga, Bunga, Alter. Halt doch jetzt die Klappe. Der Lümmel. Sparkle. Tsuno Kirby. Sterben, Tsuno. Das Problem ist, wenn ich jetzt weitergehe, verliere ich meine Fähigkeit. Beim Sterben. Ah, okay, sie liegt dort. Ah, das Spiel hat wirklich an alles gedacht. So, soll nicht böse klingen, aber passt schon zu einfach. Die früheren Kirby Games waren härter, was das betrifft. Aber alles, andererseits ist es wirklich schwerer, wenn es einfach nur lästiger ist. Ich meine, es ist schwerer, weil man darauf achten muss, nicht zu sterben, aber es ist gleichzeitig auch weniger lästig. Stimmt. Stimmt! Kann ich überhaupt hier lang? Wieso kann ich hier nicht hoch? Ich krieg doch definitiv gleich den Wasserballon Kirby. Was ist das, Stachelschwein? Aua! Ich hab auch Reinspitzen! Ha! Viel Spaß! So, da kann ich definitiv rein. Aber ich krieg hier gar kein Wasser. Wie soll ich denn da hochkommen? Außerdem gib mir Eiscreme. Geronimo! Zack. Und wir haben super viel verpasst. Okay, dann gehe ich erst recht wieder zurück. Oh mein Gott, wie ich da nicht getroffen wurde. So, ich will nämlich irgendwie darüber. Aber was mache ich hier? Habe ich wirklich so ein Rohr übersehen? Ja, irgendwie muss es ja möglich sein, die Sachen einzufrieren. Ja, aber andererseits, ich krieg die... Oh. Mario Galaxy. So, damit hätten wir den dritten, das heißt, ich muss nur noch weiter. Ja, dann ist es ja ein Klacks, wo die alle sind. Smart. Ich mag es. Diese Kristalle, oh mein Gott, die sind so cool. Uiuiuiui, das war knapp. Nein, was hab ich gemacht? Hä, ich hab mich irgendwie geduckt und dann habe ich Schaden genommen dadurch. Okay, hier ist definitiv irgendwas witzig. Warte, blockt der das? Nee. Das ist schon. Kann man hier rein? Auch nicht. Ah, ich sollte das nicht kaputt machen. Und ich sollte mich beeilen. Ho, 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 ho. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. No! Ja, das ist jetzt unschaffbar.
Pocket. Hui. Mir egal, ich zahle das. Oh, ich habe wieder 100 Münzen bekommen. Welche eine Überraschung. Aber der Meteorit, der war wirklich arschig. Was sollte der Meteorit? Ich soll jetzt auch hier die Abkürzung nehmen, damit es nicht so lange dauert. Du kommst weg, bevor du mir die Parade verhagelst. Und ich wusste einfach... Ah, ich habe eine Theorie, wie man das machen muss. Wenn das jetzt nicht klappt, einfach ganz schnell... Einfach nur springen. Einfach springen, springen. Nochmal. Das klappt schon irgendwie. Und wenn ich sterbe? Was ist schon einmal sterben? Für die Wissenschaft. Ha. Ich wusste nicht mal von den Meteoriten. Ja, meine nächste Theorie wäre halt gewesen, den in der Mitte nicht zu... Oh Gott. Den in der Mitte nicht zu... oh Gott, jetzt muss ich... Ich habe nicht die Gehirnkapazität dafür. Das ist nicht das, was man machen soll. Okay, jetzt ist das, was man machen soll. Was zum Fick, dummer Hase. Verzieh dich. Umkippen! Umkippen! Komm schon! Komm schon! Was ist das für ein Käse? Ich wäre fast gestorben. Vor Sorge. Aber hey, wir haben es geschafft. Achso, jedenfalls meine nächste Theorie wäre gewesen, über das Feuer in der Mitte drüber zu springen, damit das mit der Meteorit das nicht zerstören kann. Dass er quasi an dem Feuer abprallt. Und er nur den bröckeligen Stein kaputt macht. Dann hätte ich nämlich auf dem Rückweg... theoretisch gesehen nur Damage boosten müssen, aber das ist... Oh, ich bin tot. Oh nein, ich werde insolvent gehen. Apropos. Hallöchen. Weg mit dir. Und tschüss auf du. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Ich schieße schneller als mein Schatten. Und hier muss ich wieder irgendwas mit dem O machen. So, lass mich raten. Hallo, ich bin das O. Wie heißt nochmal die fiktive Company hier? In dem Spiel? Die wir schon öfters sehen. Das ist ja nicht Haltmanns World Corporation, sondern das ist ja was anderes. Hätte ich darüber gemusst. Tschüss. Ah, noch nicht ganz. Spuck. Ich spucke auf euch. Oder eher, ich puste auf euch. Swing. Oh Gott. Scheint ja nicht so wichtig zu sein, wenn du es nicht mehr weißt. Dieses Mal knapp, ich schwöre. Aber dass ich nur viermal runterfallen kann, das ist schon... Also es ist nicht so easy Mode. Es ist okay. Es ist nicht zu schwer, aber es ist halt schon eine Bestrafung, wenn man runterfällt. Wenn man runterfällt. Hat sie gesagt. Haha. In der Tat. Deine Tat, die ein Inder tat. Erhebe dich aus der Lava und ebne mir den Weg. Wenn du es möchtest. Baguette!
Wenn ich doch nur ein bisschen Käse hätte. Schlürfi. Okay, ich sehe Boot. Wisst ihr, was ich noch sehe? Illuminati. Ui, das hat gut funktioniert. Setz die Segel, meine Süßwasserpiraten! Arr, wir haben einen Schatz gefunden! Alter, ich bin wirklich ein fucking Pirat. Ich hab den Piratenhut. Ich hab das Piratenboot. Und wir haben Piratenbooty. Exploring. Das Boot in der Lava. Alter, das ist Super Mario Sunshine und wir sammeln blaue Münzen! Auf der Lava! In einem Boot! Ima kann springen in dem Boot. Oh mein Gott, ich schwöre, das wird so wichtig in der nächsten Welt. Gut, dass wir das jetzt schon rausgefunden haben. Ich wusste es. Bringe alle Windmühlschalter zum Drehen. Okay, im letzten Level haben wir vielleicht reingeschissen, aber diesen Level packe ich schon ordentlich in die Challenges. Alter, ich mag es, wie der rechts einfach dieser typische Nintendo-Test-Level ist. Der rechts unten. Dieser aus der GameCube-Ära. Hallöchen. Was ist denn für einer? Eine Schatzkarte! Der nächste Piratenschatz. Piratenabenteuer mit Pina. So, 5 extra Waddle Dees, bring alle Windmühlschalter zum Drehen und besiege wilde Eisberg mit Kugelblitz. Ja, die hatten wir halt nicht. Nadelina, blühende Blumen, Korori. Hui. Weg hier. Läuft gut? Feuerhölle im Kraftwerk. Macht's gut, ihr 10 Waddle Dees. So, dafür haben wir jetzt hier eine Bonus-Challenge. Und dort drüben. So, was ist das denn, wie schön ist? Wilder Hammerpass, immer feste drauf. Unga, Hunga, Bunga. Ich schwöre, diese Straße der Schätze da oben links. Das ist einfach der Bonus-Modus. Das ist einfach das. Im Normalfall hätte das Spiel so ein Hauptmenü wie Star Allies. Und dann wäre Straße der Schatz ein Untermodus davon gewesen. Aber dann haben sie es geändert. Bungu. Hunger, Hunger, Bunga. Hunger, Hunger, Hunger. Hunger. Kennt ihr das, wenn ihr euch kratzen müsst, aber ihr spielt gleichzeitig ein Videospiel? Und dann werdet ihr kreativ. Es fühlt sich gut, kreativ zu sein. Wisst ihr, was auch cool wäre? Mario Party. Nur als Idee. Alles, was früher im Menü war, ist jetzt in der Stadt. Ja, zum Beispiel. Man erkennt halt daran, wie die Logos designt sind. Sehr Kirby-Menu-like. Oh, ich sehe zwei Bonkers. Wer schwingt den Hammer? Oh mein Gott, ich muss tierisch aufpassen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ah! Ey, ich bin so unzufrieden gerade. Tripp halt! Ich geh so gleich drauf. Alter!
Ein Versuch und ich höre auf. Ostmarsch, das mache ich jetzt nicht mehr. Und warum muss er manchmal den Hammer so blöd aufladen? Das sieht zwar witzig aus, wenn die Gegner platt sind, aber es kostet eigentlich viel zu viel Zeit. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so gut im Kampf, aber... Bonk. 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 Ich habe keinen Schaden genommen bis jetzt. So, und jetzt einfach nur safe spielen und dann sollte das Ding gegessen sein. 2 Minuten haben wir für den Kampf, exakt. Wenn am Anfang könnte ich ein bisschen drauf gehen, aber später kann ich dann nur noch drauf gehen. Ha, versteht ihr? Ah ja. Ich wünschte, man könnte auch so einen Wirbel machen. Alter, lasst mich in Ruhe! So, der ist jetzt komplett in Rage. So, also Leben sollten aktuell noch klar gehen. Ah, einer ist tot! Einer ist tot! Ja, dann hau weg! Unter 2 Minuten ist Ziel, ich wette. ...1:30. Naja. Und danke, Tashi. Ich hatte noch fast 1 Minute übrig. Huch, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwo ein Handy klingelt oder so? Aber ich bin ganz ehrlich, selbst wenn mein Arbeitshandy klingelt, 19 Uhr ist ein bisschen unverschämt. So 16 Uhr verstehe ich ja noch, aber 19 Uhr? Aber ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Da. Odin! Oh, guck mal, die Paradengegner aus dem Dingsland. Volle Konzentrolle. So, jetzt schön da drunter. Mich nicht erwischen lassen. Hier einmal drüber jumpen. Untertauchen. Diese UFOs sehen aus wie Krankfried. Ich bin sicher nicht die erste Person, die das sagt. Ha, ihr könnt so viele Steine schmeißen, wie ihr wollt. Unter 1 Minute, 50 Bonusgeld, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wie Manfred, wer ist Manfred? Ach, wie Krankfried, also wie dieser, der hat diese Swirly-Glasses, die Krankfried auch hat, also der hat diese kleine grüne Bohne aus Mario und Luigi Superstar Saga, die auch in Abenteuer Bowser eine wichtige Rolle hat. Der hat auch Krank-UFOs in Abenteuer Bowser. Feuerhölle im Kraftwerk. Nein, ich will nicht ins Kernkraftwerk gehen, Papi. Aber wisst ihr, was das mir für Vibes gibt? Oh mein Gott, sind die cute. Am Feuerberg von Twilight Princess gibt es ja auch so Stahlwerke und Goronen, die so ein bisschen gegenüberlinkt sind. Und daran hat mich das gerade erinnert. Da sitzen einfach die 2 Ältesten und bewachen das Heiligtum. Du kennst die Mario und Luigi-Reihe nicht, Taschenbuchgeist? Dann wollen wir hoffen, dass Johnny die noch spielt. Würde ihm ähnlich sein.
So, eine grüne Münze. Ja, das war mir so klar. Na, ne, 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 ne. Oh Gott! Au, ich... Das war nicht nett. Fun Fact übrigens, man rutscht nicht von Kanten runter. Oh Gott, Feuer, 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 Tohu! Sag mal, Körper, wo wirst du im Regen eigentlich nass? Du bist schließlich Tohu-Spieler. Ja, das war dämlich. Vor allem, ich werde gleich drauf gehen und dann muss ich von Anfang an spawnen. Safe. Nein, geh weg. Ich habe Angst gehabt. Oh, er ist am Schlafen, weil er seinen Kaffee nicht getrunken hat. Selber schuld. Ich trinke jetzt seinen Kaffee. Oh Gott, das wird nicht der einzige Kaffee sein, den ich trinken muss. Ich meine, nicht böse gemeint, so in jedem anderen Kirby-Spiel würde ich jetzt oben einfach drüber rennen. Oh Gott, oh Gott! Das war knapp. Hä, wieso respawnt er denn? Hä, jetzt respawnt er nicht? Nur von langer Zeit Partners in Time. Ich spiele Partners in Time. In Partners in Time taucht er tatsächlich auch auf. Aber da ist es nicht so offensichtlich. Warst du zufällig mal mit den Babys unter dem, unter dem Schloss in der Kanalisation? Dort gibt es quasi einen Ordenverkäufer. Alter, gib mir den Kaffee. Und dieser Ordenverkäufer ist, ein bekanntes Gewicht, sagen wir mal so. Oh, Hallöchen, was ist denn da oben? Oh, nehme ich doch gerne mit. Hallo, Q-Bird. Auch nicht so mein Spiel. Ich hab wahrscheinlich nicht weit gespielt. Ah, okay, du bist also nicht... You're not an RPG-Guy, I see. Öffnet die Tore zum Sieg. Hey. Okay, dadurch, dass der Q-Bird respawnt, gehe ich davon aus, dass ich Feuer brauche. Drachenflamme. Mit Drachenflamme haben wir doch Dings besiegt, oder? Ich werde sowas von zerquetscht. Ein Scheiß werde ich. Ich komme noch nicht durch, oder? Ah, warte, sonst wird weh. Ich wollte mir schon sagen, hier links geht's ja lang. Ah. Sehr schön, die Presse war einfach kaputt. Und wir haben sie repariert. Und dafür kriegen wir ein Babyfläschchen. Ich könnte jetzt einschlafen. Und hier ist der Secret. Oh, ich sehe. Ich sehe, was zu tun ist. Ach du meine Güte. Warte mal, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, ne? Dann geht doch das Feuer aus, oder? Ha! Ich wusste es. Mit anderen Worten muss ich warten, bis das Feuer vorbei ist.
Hä, aber wie soll ich hier vorbeikommen? Ah, runter da! Runter da, runter, 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 runter! Aber an welcher Stelle stehe ich denn safe? Ah, okay, hier stehe ich safe. Für den Moment. Und dann kann ich so vorbei? Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Und dann raus da. Nach oben. Oh mein Gott, das ist really freaking clever. Einer! Aber der zweite. Den ersten haben wir übersehen. Nee, ist der dritte sogar. So, da drüben sind auch noch Münzen. Ich muss sagen, da unten geht's weiter. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, wo ich rein kann. Ah, lass mich rein. Okay, kein Bock. Münzis! Oh Gott, nein, nein, nicht die Todeswand des Todes. Jetzt ist wieder... Trinke Kaffee. Dragon Flair. Und tschüss. Oh Gott, es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Erste Kapsel. Und ein Automat. Den muss ich retten. Ihr müsst zu 1000% retten. Jumpy! Woo! Lauf um dein... Watschel um dein Leben, Automaten Kirby! Oh Gott! Nein! Nein! Was soll ich... Oh, du kannst es kaputt machen! Ich kann mich ja nicht mal umbringen hier. Ist das eine Scheiße. Oh hey, schaut mal, es ist ab durch die Wand. Erinnert sich noch jemand an diese Wegwerfserie von RTL 2? Oh mein Gott! Das war knapp. Ich sehe hier die ganze Zeit Dreiecke. Ist das irgendwelches Foreshadowing? Ich sag mal so, die Serie ist so alt, da war Dirk Bach noch am Leben. Falls den der ein oder andere von euch kennt. Müsste so 2008, 2009 gewesen sein. Ich trinke drei Kaffees, wenigstens haben wir den Waddle-Dee bekommen. Und den habe ich noch nicht. Für die Mauer. Fixierter Strang, Kirby. Kofferradio. Das ist halt schon ewig. Naja, 10 Jahre so. Das ist immer krass, man denkt ja gar nicht so drüber nach. Tschüssi. 14 schon. Oha. Sag mir nicht, dass ich alt bin. Kegelstopper Schatz. Durch den Boden, hoch und runter Turm. Was mache ich damit? Gut. Oh, ich sehe hier runter. Und am Ende muss ich... Au, ganz hoch. Zerstör die Kirbys. Und die Schildkröte. Und dann wieder nach oben. Da.
Was? So, dann geht's hier nach oben an den Gordon vorbei. Jetzt natürlich blöd, dass wir den Falken nicht kriegen. Die Musik ist sehr Kirby. Au! Fuck. Das hätte nicht sein müssen. Ja, 2008 musst du hinkommen. Ich war da gerade in meiner letzten Schule. Da war ich 4 Jahre. Die Oberschule und so. Von daher macht das Sinn. Komm schon, schneller! Höher! Schlümpfe! Definitiv kein Bonus. Wir können ja mal gucken, wie alt die Sendung ist. Oder ob es da überhaupt Aufzeichnungen von gibt. Ah, doch, also Google spuckt auf jeden Fall Ergebnisse aus diesbezüglich. Ey, das ist das Miposen-Spiel, wenn ich so drüber nachdenke. Wann lief das? Das interessiert mich jetzt. Ja, in der Tat, 2008. So, hatten wir nicht noch eine zweite Prüfung hier drüben? Ah, ich kann hier suchen. Bei dem Stein. Hier ist eine rote Münze. Und den Blitzeisschatz. Yay, mit der schönen Krone. Straße der Schätze. Eiskalte Suche. Magma-Schlitterei. Okay, ich sehe, wir müssen wieder 5 von diesen Fallen suchen. Mit uns den Schatz. Das ist der Typ, der mir Zeit im Tempel des Meereskönigs laut. Nummer 5. Oh Gott, dieser Hintergrund. Dieser Hintergrund ist sehr trippy. Der ist auch so komisch tiefenunscharf. Gefällt mir überhaupt nicht. Ah, ich hätte da so einen schönen Kreis drehen können. Ja, aber ins Ziel, würde ich sagen. Ich frage mich, ob sich Bahamut daran erinnert, aber der ist, glaube ich, gerade im Lurk. Deshalb können wir ihn schlecht fragen. Aus dem Weg hier, Süßen. Ziel, 5, 4, 3, 2. Ich habe doch noch 16 Sekunden. Da kann ich mich doch auch ein bisschen... Kann ich mir doch ein bisschen Zeit lassen. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ja, ich denke immer, wenn man links rum geht und dann nach hinten und so, dann ist das ein bisschen angenehmer, aber... Hey, kann man nicht wissen. Ein weiterer Power-Up-Stern gehört uns. Und was ist das da hinten? Ne, da geht's auch weiter. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Hier hinten ist... Versammlung des Bestienrats. Ich habe das Gefühl, wir kriegen diese Welt wirklich Lore. Also irgendwas Krasses wird hier passieren. Wie war das beim letzten Mal? Haben wir da zuerst gesammelt oder haben wir zuerst den Boss gemacht? Beim letzten Mal haben wir den Boss als allerletztes gemacht. Moment, ist das hier wirklich schon der Boss? Nee, das kann nicht der Boss sein. Weil... Schiebengalaxie. Andererseits... Aber die Eisfähigkeit ist schon geil, aber die ist nicht so offensiv. Und Unga Bunga ist mir zu clunky. Ich nehme Schwert. Ich gehe davon aus, dass unsere Cutscene bevorsteht. Deshalb mache ich mich mal bereit dafür. Okay. Wer erwartet uns hier? Der große böse Affe.
Das. Oh nein, hier ist keine Cutscene, okay. Es ist einfach nur ein Reskin vom Boss. Keine Katze. Kashi will unbedingt nochmal die heiße Mieze wiedersehen. Alter, schaut euch die Kiste an. Die besser als die von Snake? Warum ist der eigentlich so schnell tot? Du warst echt ein Schlaffi, so. Aber du warst sicherlich nur der Appetizer. Hier, wie es aussieht, mache ich eine Spritztour. Miep, miep. Ich wusste es. Okay, wir geben Gas. Und ich sag einfach, pack die Strecke. Mach wie ich will. So, da kann ich aber leider nicht dingsen. Mit der Banane. Ich hab's genau gesehen. Und dagegen. Ja, das war locker einfach. Das war nicht schwer. Ich denke mal, wir kriegen jetzt nach jeder. Die Sache ist nämlich die. Es ist Welt 5. Wir sind in Welt 6. Wir hatten 5 Welten vor uns. Das war der erste Boss. Das heißt, wir sehen jetzt in den nächsten 4 Abschnitten die restlichen 4 Bosse in Reskin. Und danach eine Challenge, wenn ich die Entwickler kenne. Lecker Fleisch. Und deshalb kriege ich auch so viel Heilung. Ja, es ist so. Ey. Ey, nee. Ich habe irgendwie Bock auf den Kristallstapler. Staggeli, 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 staggeli. Was ist in der Blume? Ein Pond. Ja, damit. Oh, ich will auch so eine Kristallkrone. Die sieht zwar wie Kacke aus, aber die Kristalle sind schön... Oh, nein, 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 nicht der. Alter, jetzt meine Kristalle. Ey, mit dem will ich mich nicht einlassen, ohne Scheiß. Warum hat er 2 von denen? Wow. Wow. Pieksen, 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 pieksen. Aber wenigstens hält er nichts auf. Der Abwasch ist erledigt. Ich wollte wissen, ob du ab durch die Wand kennst. Diese Show, wo man quasi durch Löcher, also wo sie... Die wurde 2008 irgendwie mal von Sonja Ziegler und Dirk Bach moderiert. Und da ging es darum, dass Leute durch so eine Styroporwand quasi so eine Form annehmen mussten. Ich habe das gefunden, es gibt sogar noch die Internetseite davon. Da weiß ich, dass es von 2008 ist. Die Sendung war an sich gar nicht mal so geil, muss ich dazu sagen. Roly Poly! Der Hohe Rat wird niedergemäht! Ha, ich wusste es. Wenn es 2008 war, ist doch kein Wunder, bin ich noch in die Schule gegangen. Ach, ihr hattet keinen Fernsehen oder wie? Das liegt doch auf ganz normal RTL und so. War halt sowas wie Dschungelcamp, nur weniger assi, denke ich. Ich meine, wir haben alle mal Dschungelcamp geschaut, so ist nicht. Jetzt kommt ihr mir alle mit, nein, ich habe nie Dschungelcamp geschaut, ich habe nie gewonnen, dann denke ich mir so, fuck. You got me. Oh, Toshi, schau mal, wer da ist. Schau mal, wer da ist. Ah, oh, mit wem hab ich sie letztes Mal besiegt? Ich bleib einfach den Kristallball treu. Ich bin die schönste Diva hier. Oh, fucking Sakuya. Oh, no, 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 no. Hurry, babe! Pokey, 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 pokey. Rate mal, wer jetzt stachelig ist.
Wenn sie nicht so komisch dürr wäre, wäre das gar nicht so schlimm so. Aber es sieht halt schon hart nach Bait aus. Was zum Fick ist das? Oh, das ist die Achterbahn. Oh. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Kann ich springen? Nee. Mehr? Ah, ich hab voll Bock auf Mario Party. Ich will Mario Party spielen. Warum hat keine Mario Party? So, da rechts ist ein Knopf. Den würde ich gerne drücken. Wenn es erlaubt ist. Das ist einer. Ein Prozess. Ha! Nicht dran gekriegt. Alle Schalter erwischt. Ich weiß nicht, Susi war Chibi, da hat man das nicht so krass gesehen, wenn es so war. Susi hat halt so einen Blob als Körper. Oder habe ich nicht genau hingeguckt? So, Chibi-Charaktere sind selten definiert. So, ich werde jetzt nach Google suchen, werde jetzt nach Susi suchen. Susi. Kirby. Und dann werde ich zählen, wie lange es dauert, bis ihr wisst schon, was passiert. Ist das Susi im Maid Dress? Oh, oh Gott, ich sehe, was du meinst. Wie konnte ich das nicht sehen? Oh. Ich glaube, das zählt. Ich glaube, das zählt. Das erinnert mich daran, dass Kirby so ein Franchise ist, wo man sowas halt nicht erwartet. Oder war es nur der Charakter Kirby? Ja. Kirby is not for loot. Kirby is pure and Christian und Weltraumentdeckerschaft. Lasergun? Haben wir das? Ist die Frage. Ist hier was versteckt? Hier ist doch definitiv irgendwas. Und nur noch ein Level steht zwischen uns und dem Ende. Haben wir hier soweit alles geholt? Bringe tief in die geheime Passage vor. Oh, ich glaube, dann habe ich irgendwas verpasst. Ich gehe einfach mal zurück zur Beute, die Stadt und gucke, ob die Sache, die ich da eingegeben habe, ob die, also die das Papierchen, die Schriftrolle, ob sie uns was bringen. Oh, sad. Ja, ich weiß, ich muss da rein. Ich mach das. Alles gut. Gut. Jo, 239. Ich will ja nicht die komischen Vergleiche machen, aber die Waddle Dees in dem Spiel rettet man ungefähr so schnell wie die Affen aus Ape Escape. Wenn es am Ende so ungefähr 480 oder 477 Waddle Dees gibt, dann gibt es, glaube ich, so viel wie Affen in Ape Escape. Oder waren es 443 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Was kann ich denn aufwerten? Der Entdecker ist es ja anscheinend nicht. Doch, es ist der Entdecker. Boah, ich mag den Piraten aber. Lass knacken, Alter.
Space. Kann ich jetzt wenigstens Pew Pew machen? Todeslaser. Antigravitation. Ist dieser Kirby etwa ein Among Us? Oh, ich mag die Antenne. Können wir darüber reden, wie sehr ich die Antenne mag? Ich wünschte, die würden noch ein bisschen mehr rumschwabbeln. Hey, sie. Ja, genau sie. Sterben sie. Among Us. Kirby ist irgendwie sad so ein bisschen. Kirby has a gun. So, Weltraumentdecker, Schatz. Feuern, schießen und aufweichen. Sterben ja gar nicht. Wieso weinst du? Das ist doch was Gutes. Oh, wieder eine Shooting Gallery. Okay. Rein da. Ah, aber diesmal werden wir quasi. Oh mein Gott, das ist overpowered. Okay. Du wirst gezappt. Send him to the null time zone. Boom. Und boom. Ah, shit. Ah, hat funktioniert. Das ist ja easy. Da muss ich ja eigentlich immer nur das große Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da musst du das Riesenteil aufladen. Ah, okay. Jetzt habe ich auch nicht genug Zeit, um das aufzuladen. Es sei denn, dass ich... Hä? Was zum... Au, oh, der hat es geblockt. Ah, nicht fallen. Wir haben viel Zeit, aber trotzdem möchte ich nicht riskieren, das hier nochmal machen zu müssen. Schießt euch gegenseitig ab. Ah, die Nerven. So, und dann... Ja, ja... Nee! 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 Okay, irgendwie hat's geklappt. Ich hab selber nicht gesehen, was gerade passiert ist, aber fuck, fuck Kirby. Renn, 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 oh mein Gott! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Oh Gott! Das kommt doch ins Bett doch! Und da ist mein Deckel weggeflogen. Among Us Kirby hat es wieder mal geschafft. Also, was erwartet uns jetzt hier? Showdown des besten Rudels. Das ist schon wieder kein Boss, aber wir sehen da so ein großes Vieh. Kriegen wir eventuell jetzt eine Cutscene? Warum sieht es hier aus wie auf dem Mond? Ich habe eine unbekannte Spezies gesichtet. Ich werde sie jetzt näher beobachten. Oh nein, sie hat mich gesehen! Er wollte mich töten! Ich musste schießen! Oh, was ist das für ein... Leckereien und Geld. Into the Abyss. Aliens jagen! Aliens jagen! Psst, nicht so laut, Bahamut! Und vergiss nicht, deinen Püsterich zu laden. Kam noch kürzlich im Fernsehen. Vielleicht sollten wir einfach nur unserem Freund Thaddeus einen Besuch abstatten. Wer ist denn diese Karottenrobbe?
Ah, damn, damn, Kirby had the gun. Puff. Situation sorted. Besiege alles erst im Startgebiet. Das ist einfach kompletter Overkill und Divers. Hey, schau mal, was ist in der Recycling-Tonne? Sie mögen Bestien sein, aber wenigstens recyceln sie. Wanted Poster. Okay, helft mir gesucht, Poster zu finden. Wahrscheinlich werde ich die übersehen, wenn ich nicht den ganzen Level erkunde. Grip. Au. Grip. 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 Ich rette dich, ich bin Buzz Lightyear. Oh mein Gott, er ist Buzz Lightyear. Ich weiß nicht, ob das so gut läuft. Da ist Curry, aber ich werde trotzdem sterben. Komm. Immerhin ein bisschen was. Oh Gott, Hasi! Hasi! Dein Hasi! Dun, 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 dun. Seht ihr schon Wanted Poster? Ich nicht. Wenn die werden jetzt immer so lang? Was bist denn du für ein Riesenvieh? Sieht aus wie ein richtig dicker, fetter Pinguin und ich meine nicht. Oh, das ist einer von diesen toxischen Fröschen. Außerdem, die Hoppelhäschen führen eine Art kultistischen Tanz um diese toxische Kröte aus. Es sieht so aus, als würden sie die vergöttern. Abartig. Ich werde euch Manieren beibringen. Ich meinte... Oh Gott. Hoppel, 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 hoppel. Ich hätte sehr gern irgendwie Wasser, wenn das okay ist. Die. Die. Nein, was ist denn das hier Schönes? Oh, noch eine Münze. Au, 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 toxisch, toxisch. Meine Schutzrüstung! Will ich jetzt überleben? Oh, warte, die Atmosphäre ist atmenbar. Ha, dann laufe ich jetzt ohne Schutzrüstung weiter. Blöde Hasen. Wenigstens können wir jetzt die Frösche aufblasen. Oh ja, du da. Schau nicht so blöd, du gehst jetzt drauf. Burp. Er hat einfach einmal gerührt. Alter, ist einfach Super Mario Sunshine. Schon wieder. Mario Sunshine macht Spaß. Obwohl ich zugeben muss, ohne lila Schleim sind die Frösche schon ganz niedlich. Sie sind immer noch übermäßig. Die werden halt auch immer kleiner so. Ich wollte gerade sagen, mir geht doch jetzt das Wasser aus. Kirby trinkt immer eine Menge. Ihr solltet viel trinken, Leute. Aber ihr solltet das Wasser auf jeden Fall drin behalten. Tada! Fetter Kirby freut sich! Woo. Oh, schau mal, was da ist. Zweites Wanted Poster. Blah. Ist
Stay hydrated, in der Tat. Und wir können direkt weiter. Aber es gibt doch kein Zurück in diesen Raum. Oh mein Gott, warum ist hier so viel Lava? Warum sollte man eine Fabrik in Lava errichten? Warum sollte man das tun? Gibt es Metall, das hitzeresistent genug für Lava ist? Bestimmt ist Titan irgendwie hitzeresistent oder sowas. Das ist ein Geothermum-Kraftwerk. Ja gut. Erneuerbare Energien und so. Oh, eine Dose. Muss weiter, muss weiter, muss weiter. Whee! Gab es so ein Geothermen-Kraftwerk nicht auch in Pokémon? In welches Pokémon gab es so ein Kraftwerk? Sag jetzt bloß, das war Pokémon Schwert und Schild. Es ist hier heit, 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 heit. Schluffi. So, kann ich das umwerfen? Nö. Da drüben ist auf jeden Fall noch so ein Wanted Poster. In X und Y. Ja, das war halt die Sache an X und Y. Ich glaube, es gab dieses Kraftwerk. Man konnte es von Weitem sehen, aber man konnte es nicht betreten. So, Pokémon X und Y hatten dieses Kraftwerk. Pokémon Sonne und Mond hatten den Golfplatz. Und Pokémon Schwert und Schild hatten... wahrscheinlich auch diesen komischen... diesen komischen Kraftwerk. Auf jeden Fall fehlt ein Dungeon für mich. Nee, das Windkraftwerk war definitiv Diamant und Perl. War doch bei Flori. Da trifft man auf Driftlon. Umfallen! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Okay. Ich hab wohl gedacht, ich fall wirklich um. Oh, Secret. Ich bin der Meinung, Geotherme war irgendwas von... Oh mein Gott, das ist ein rotes Krokodil. Oh, die kleinen Schildkröten, die sind so niedlich. Hallo, kleiner Freund. Ich will dir nicht wehtun. Okay, dafür, dass ich dir nicht wehtun will, tue ich dir ganz schön lange weh. Ich wollte gerade sagen, frisst er mich? Ja, das frisst mich. Nun gut, also. Raub auf den Donut. Wobei, haben Donut einen anderen Namen, wenn sie diese spezifische Form haben? Ein Haufen Geld. Yeah. Oh Gott. Und schön. Ja, aber Donuts. Donuts sind doch nur die mit dem... weil das so eine komische Knotenform ist. Es gibt ja auch sowas wie... ich überlege gerade, wie nennt sich das Ding? Nannte sie nicht das ganze Spritzkuchen? Moment. Ich glaube, meine Mutter hat einen anderen Begriff dafür. Aber... ja, doch. Also, es sieht ein bisschen aus wie so ein Spritzkuchen. Kann ich mich kaputt fahren? Arrrr. Dina mit den Kokos. Bam! Zerstört sie alle. Und lässt das Boot kaputt.
Warte, haben wir einen Wanted Poster übersehen? Mir war so, als hätte ich eins übersehen. War nicht irgendwie hier drüben oder so an der Wand eins? Sondern sind sie nicht dreieckig und das reißt besonders, wenn sie Jellyfeld sind. Alter, nichts ist besser als ein mit Gelee gefüllter Don. Ich schwöre, ich wünschte, kann mir mal... Gibt es diese Szene? Die Szene gibt es doch garantiert auf Deutsch. So, ich frage mich, ob wir auch Donuts übersetzt haben oder ob sich die Entwickler gedacht haben, die Kinder sind nicht dumm und werden nicht lernen, dass das Donuts sind. Und es geht instant weiter. Oh mein Gott, wie das Ding abseucht. Oh mein Gott. Ah, und wir dürfen fliegen. Erst nachdem ich euren Müll weggemacht habe. So, ist hier jetzt ein Flieger oder bin ich von hier gekommen? Ah, ich glaube, ich bin von hier gekommen. Ey, schau mal, es ist nicht nur Crescent City, es ist auch noch Cyber City. Oder Metropolis. Alter, ein richtiger Igel. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, Kirby wäre auch ein Igel. Beziehungsweise ich dachte einfach generell, das Sonic-Spiel ist super eigenartig. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deshalb fliegen wir einfach los. Spielen wir nur eine Star Fox. Barrel Roll. Auf Deutsch sind es auch Donuts. Oh shit, es ist halt wirklich Star Fox. Durch Ringe und Zeug fliegen. Und Punkte aktivieren. In der Tat sehr Star Fox-artig. Es ist, als würden wir den geheimen Warp im Sektor X aktivieren. Ich sag's euch. Wenn was sagt mich, hätte in die andere Richtung gemusst. Wie magst du, wenn die Level die Vorschubfrauen gehighlightet werden? Ja, wenn es halt so bestimmte Segmente gibt. Es ist halt wirklich wie Sektor X. Ich habe nur herausgefunden, dass es bald einen richtigen Lego-Browser gibt und der kostet 270 Euro. Körper hatte den gestern gepostet. Echt cool. Wir sind jetzt tot. Ah ja. Und ich hasse es, weil ich den cool finde. Ich wollte zwar an sich... Nein, ich will nicht. Ich wollte zwar keine Scale-Figuren von Mario. Ich will lieber richtige Sets. Ich will lieber Peach Sloss oder sowas. In Minifiguren-Scale bauen, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, die Bowser-Figur sieht schon slick aus, aber hallo, 200... Ich weiß nicht mehr, was der Fragezeichen-Block gekostet hat, okay? Aber das NES hat definitiv keine 200 Euro gekostet. Sorry, 300. Wir müssen hier einfach von 300 sprechen. Aber hey, das ist halt Lego. Ja eben, warum ist der Bowser jetzt so viel krasser als das? Der Block war viel billiger. Und das NES? Ja, das meine ich, sie setzen halt immer einen drauf. Gefühlt. Und das macht mich wütend. Als würden sie austesten, wie weit sie treiben können. Das Sonic Set war halt super. Weil es nur 60 Euro gekostet hat. Nur deshalb habe ich mir drei Stück davon geholt. So Stück für Stück. Wo man sagen muss, das erste war ein Geburtstagsgeschenk, also technisch gesehen habe ich nur zwei geholt. Und ich habe, glaube ich, auch nur 50 jeweils bezahlt. Oh mein Gott! Boston fällt! Die sind einfach nur, wie viel Geld können wir abziehen? Ja. Na, 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 na. Oh.
Ah, ich wusste, ich habe eins übersehen. Ich stürze während der Verbrennung der Kegel nicht in die Lava. Es wäre fast so gewesen. Ei. Kabu. Warpstern. Der Wassertank, den haben wir schon. Federina oder Fetterina. Und Nagel. Hast du mich gerade Fett genannt? Hast du mich gerade Federich genannt? Zeit für den Boss, in der Tat. Ich erwarte großen, dann groß. Da oben läuft einfach die Lava raus. Zerstört das Tor, ihr Waddledees! Zum Angriff! Hier ist eine Rakete abgestürzt. In Gegenwart des Königs. Da steckt eine Rakete im Boden. Stell dich dem Boss dieses Gebiets. Okay, wenn jetzt keine Cutscene kommt. Oh, warte, wir müssen erst noch Sidequests machen. Wie schade. Lalila, lalila. Ah, Sturmtornado, Schatz, haben wir nicht. Okay. Aber das haben wir. Ring. Bö a bö. Rasante Ringbootsfahrt. Heißt das nicht peu à peu? Aber wahrscheinlich wegen Bö. Sploosh, 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 sploosh. Kaboom! Bouncing Car nicht zu Schrott lenken. Oh, warte, falsches Spiel. Ich sag's mal so, wenn Freaky Form komplett abgeschlossen ist, können wir mit der Link Between Worlds anfangen. Und ich hätte richtig Lust drauf. Einfach. Oh Gott, das war definitiv nicht die Zeit, die ich einhalten sollte. Hätte ich das geschafft, wenn ich nicht dagegen gestoßen wäre. Ein Glück sind es nur 50 Münzen, die ich bekomme. Ich finde diese White Goddess irgendwie unangenehm seltsam. Ich weiß genau... Bahamut. Wir wissen ganz genau, wie die Dinge aussehen. Hat man das gehört? Ich weiß, was da gefallen ist, aber ich will wissen, ob man es gehört hat. Es war auf jeden Fall der ist. Ach so, da ist. Mein Handtuchhalter ist von der Tür gefallen. Alles gut. Den mache ich nachher wieder ran. Man hat's gehört, okay. Na gut, schauen wir uns die Katzen an. Mal schauen, was hier passiert. Bahamut hat's nicht gehört. Was wird hier passieren? Die Ventilatoren drehen sich. Da liegt noch eine letzte Maxi-Tomate. Wenn es auf den Weg gegeben wird, und dann haben wir die Wahl zwischen vier Fähigkeiten. Among Us. Eiskrone. Ich hab Bock auf die Eiskrone. Andererseits... Aha. Among Us ist halt langsam. Ich versuch's mal mit der... Mit ist das Federina? Ja, das ist Federina. Dann versuchen wir Federina. Was hat uns der König nach dieser Zeit zu sagen? Er scheint ein bisschen durchzudrehen. Erzfeind, vergesst DDD. Ich wusste, es geht ums Vergessen. Ich wollte gerade sagen, ist die Musik auf einmal. Ist das jetzt Mars DDD? Und er hat zwei Hämmer. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Kampf? Ich dachte so, was ist das für ein dummer Kampf? Okay, aber es scheint ganz gut Schaden zu nehmen.
Lauf! Hoho, das war gut ausgewichen. Ich muss auf jeden Fall warten, bis er diese eine Attacke macht, wo er sich selbst aus dem Gefecht setzt. Ah, okay, wenn er die macht, dann können wir den machen. Niermäßig und dann kann ich ihm richtig schön eine mitgeben. Aber irgendwie hat er nur beim ersten Mal so richtig Schaden gemacht. Und es wird richtig geweiht, wie ich sehe. So, komm noch her, Junge, komm noch her. Sloosh. Sloosh. Und Sloosh. Ja, du. Greif an. Warum sehe ich mein Ding nicht? Ist er tot? Er ist tot. Außer, dass er nicht tot ist. Weil jetzt kommt garantiert Phase 2. Oh, die Musik, die Musik. Kann ich seinen Hammer fressen? Nee, leider nicht. Warum ist er Ganon? Ich krieg hier Twilight Princess Ganon Vibes. Und warum ist er auf einmal Toho? Ich bekomme... Wenn ich den sehe, bekomme ich Lust, aggressiv zu grunzen. Und das passt irgendwie nicht so zu mir. Ich bin eher so Quaken und sowas. Oh Gott. Und er macht Lava. Diese Primal Energy. Oh ne, jetzt muss ich auch noch Quark sagen hier. DDD-Non Quark. DDD-Non Quark. Ist Johnny so weit gewesen? Quark? Er taugt! Nein, bitte friss mich nicht! Oh mein Gott, ich hatte gerade so Todesangst. Kerbogus, Spin to win! Ah, und wir kriegen auf jeden Fall neue Fähigkeiten für den Fall, dass wir unsere verlieren. Ah, das war sehr gut, das war sehr gut. Ich kann die Sterne mitnehmen und dann ihn richtig reinhauen. Und da zerbricht seine Maske. Aber wir retten nur ein Waddle Dee. Was ist mit Delfinchen? Weiche den Feuerangriffen von Vergesst-DDD aus. Vor allem, warum wird Forget so komisch geschrieben? Das zeigt mir doch schon wieder, dass das... Es war nicht alles. Das war niemals alles. Das war niemals alles. Das sind doch... Warte, besiege den Boss mit einer Spezialpower 2 und 2 Fragezeichen. So. Okay, es war doch alles. Quark, 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 quark. Es geht, Körbe. Hey, was geht denn? Hey, ihr seid brave Knüppel. Oh mein Gott, ist der goldig. Warum wird das jetzt immer mehr Nier? Quark. Wir sollten abhauen. Quark. Nein, der eine ist hingefallen. Das ist unser Freund. Nein! Pass auf dich auf, Kleiner! Jetzt erfahren wir, dass das die Waddle Dees sind, Quark. Oh. Lauf, du Esel! Er opfert sich. Quark. Oh shit, Labor Discovery. Quark. Jetzt kommt die Exposition. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Spiel ist auf Deutsch.
Es ist einfach, es macht einfach den Metroid Dread. Willkommen Besucher zur Traumentdeckungstour in unserem Labor, dem Labor Discovera. Während dieses spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Shadow the Hedgehog? What? ID-F86. Ist das nicht Specimen? Moment seiner Ankunft auf unserem Planeten führte ID-F86 einen Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von ID-F86. Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. Chaos Control? Die Waddle-Dees werden enslaved, Quark. Die armen Kleinen. Ach, dafür werden die gebraucht! 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es infolge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt ID-F86 keinerlei Aktivität mehr. Er ist weg. Oder das Ding ist weg. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel hier im obersten Stockwerk des Labors Discovera. Ewigkeitskapsel nennt mich an Mother 3. Oh mein Gott, ist das... Wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme Feuer. Ich nehme Drachenflamme. Ist die Stelle auf Englisch besser, weil es eine Roboterstimme ist, oder wie? Normalerweise kenne ich sowas immer mit Roboterstimmen. Ist das schon der Final Boss? Niemals, oder? Das kann nicht sein. Das Spiel muss 8 Welten haben, sonst kannst du Discovery nicht schreiben. Was ist das denn für ein Ding? Oh, ein Furry. Sieh nur genau hin, rosa Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Die Wind Waker-Schrift da zu sehen, ist immer ein wundervoller Anblick. Dabei verfügt der große Eine nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewährte der große Eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. All das ist die Matrix. Es ist die Matrix. Sobald der große Eine wieder vollständig ist, dann würde es uns ebenfalls diese wundervolle Kraft verleihen. Uns, die wir in dieser vergessenen Welt zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Irgendwie erinnert mich das Vieh ein bisschen an Tröpfli. Nein! 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 Ja, ganz recht. Diese winzige Kreatur ist deine fehlende Hälfte. Wir haben es schon wieder getan! Außerdem haben wir hier eine Light-Gaia- und Dark-Gaia-Situation. Sie sind die Hälfte eines großen Einen. Nach all der Planung und Plackerei können wir den großen Einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumen wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen, wirst du abgemurkst. Ja, es ist ein Fötus im Glas. Ich will nicht die Person sein, aber Föten sind ein bisschen gruselig. Oh shit, er hebt sich. König der Bestien, König Leopold, Alter, ihr seid doch dumm. Es ist immer irgendwas mit Leo. Leonard. Leopold, Leo, oh mein Gott, was geht ab? Ich mag es, wie er weiter brennt. Oh Gott, ich brauch das.
Danke. Ah. Burn that ass, Alter. Ich will mir den Furry-Arsch angucken. Ich will sehen, ob der genauso definiert ist wie bei dem komischen Gorilla. Man sieht es nicht wegen dem Schwanz. Im Englischen heißt der Lion Guard. Ah, okay. Ich würde besser spielen, wenn ich nicht ständig mein Mikrofon im Auge behalten müsste. Aber irgendwie hat er mal weggescrollt. So, wenn ich dich jetzt richtig schön anzünde. Oh mein Gott, it's Morgan Time, habe ich recht? Oh, huhuhu. Cross Slash! Und jetzt charge auf mich! Gott, sieht der schlimm aus! Aber ich verstehe nicht, wie das alles zusammenhängt! Oh mein Gott! Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. So, brennen ein bisschen. Ah, verdammt, ich werde der nächste von mir so tot. Chargen, 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 chargen und weg. Komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück. Fuck. Blöd gelaufen. Aber na gut, vielleicht ist Feuer nicht die richtige Fähigkeit. Ah, wir haben gar kein Schwert hier. Ja, ich würde mit Among Us versuchen. Ja, ich gehe davon aus, dass das noch nicht das Finale ist. Wir haben jetzt einen Punkt des Spiels erreicht, in dem sehr viel geredet wird. Wie auch bei Robobot Planet. Pew. Ah, Pew Pew Bang! Pew Pew Pew. Okay, so viel Schaden macht das, so viel Schaden macht das. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Fuck! Das Problem ist, ich kann das halt nicht so gut aufladen. Alter, dieser nutzlose Haufen! Ja, ist eine Scheißfähigkeit. Macht nämlich kaum Schaden. Selbst wenn ich Ultra Safe spiele. Oh! Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Alter, auf den Furry Arsch! So. Und nur als kleinen Disclaimer, ich habe nichts gegen Furries, ich bin manchmal selber eine. Wobei das auch nicht wieder so ganz stimmt. Ah, das macht doch ganz guten Damage. Sage ich nichts dagegen, so. Charge. Leider nicht so gut funktioniert, wenn ich die Fächer lernen. Die hält sich aber auch ewig so. Pew, pew, pew! Pew, pew, bang! Among Us. Oh mein Gott, und wir können das halt ausnutzen. Und wieder so richtig schöne Bälle schießen, jedes Mal, wenn er das macht. Das ist halt super praktisch. Bam, bam, bam. Was ist das eigentlich mit modernen Spielen und diesen... Oh mein Gott. Das kannst du... Was du so kannst und kann ich auch.
Oh shit! Der Fötus sieht ein bisschen aus wie ein Herz. The last Metroid is in captivity. The galaxy is safe. The last Metroid has escaped! Du wagst es! Plan ruiniert! Wichtiger Plan! Benötige Arbeiter! Öffnete Wirbel, fand Lakaien! Brachte diese her! Machte große Fehler, lästiger rosa Fremdkörper! Sorgfältige Planung zunichte gemacht! Weitere Planung zwecklos, Geduld aufgebraucht, Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden! Oh mein Gott, mir gefällt es nicht, wo das hingeht. Sind alle gemein zu mir? Oh mein Gott, das ist Perfect Chaos! Die Sonic-Referenzen hören einfach nicht auf! Oh mein Gott! Was ist das für ein Vieh? Ah, oh, warte, es geht weiter. Ah, ne. Was ist das für ein Vieh? Die obligatorische Eldritch Abomination dieses Kirby-Spiels. Ich komme jetzt wirklich vor wie bei Metroid Fusion. Invasive Art Ultimo ja was, egal, wie auch immer das. Oh mein Gott! Kann ich ihn angreifen? Ah, oh, okay, kann ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Was ist das hier? Alien Isolation! Forgo! Oh, Kirby Forgo! Der Böhm, Wichser der Böhm. Was ist das für ein Vieh? Achso, das Land ist wortwörtlich vergessen. Warte, kann ich ihn so zusammenlocken? Jetzt muss ich eigentlich noch weiter aufchargen und sobald er sich gelöst hat, kann ich mir ja direkt wieder eine verpassen. Ja, zu einem gewissen Grad funktioniert das, aber nicht permanent. Muss man dazu sagen. Weg mit dir. Jetzt habe ich mir leider den Angriff ein bisschen versaut damit. Kurz gucken wir. Und jetzt die, Monster! You don't belong in this world! Nein, nicht ein Fähnchen absorbieren! Oh mein Gott, ey. Ich habe das Gefühl, wir sind hier echt im Finale. Ich warte eigentlich nur darauf, dass sie quasi sagen, yo, das war nur das Vorfinale, so. Und dass wir quasi nochmal weggehen. Aber andererseits, warum sollten wir weggehen? Warum sollten wir weggehen und wiederkommen? Es hat ja keinen Sinn. Dieses Vieh ist hier rum. Kirby's Blick. Ja, Kirby, guck nochmal. Also, wir haben wahrscheinlich alle Power-Ups aus. Und ich bin ganz ehrlich, Among Us ist ganz cool und so, aber... Good old Sword with Laser Beams. Schon heftig. Oder wollen wir mit dem Kristallball spielen? Damit sind wir schön mobil. Weißt du was? Ich nehme den Kristallball. Whee!
Kristallbärchen. Doch, doch, der Kristallball ist angenehm. Und hier wird es also zu Ende gehen, ja? Ich höre schon den Himmelsgesang. Kristall ist am besten dafür, ich wusste das nicht. Es ist einfach das Mana-Vieh als Pokémon Ranger. Oh mein Gott, was ist das? Ultima... Empfehlchen, ich hasse euch. Ich hasse euch gerade, so Entwickler. Irgendjemand hat zu mir nämlich gesagt, dass Empfehlchen mich nicht hintergeht. Und ich meine, technisch gesehen ist das wahr. Aber trotzdem. Kann ich überhaupt Schaden machen? Warte, ich muss sie aufräumen und dann in ihn reinschleudern. Was? Man kann mir darüber abgehen, Elfinchen ist schön an sich. Das ist sehr edel Design. Oh mein Gott. Ja, was ist trotzdem? Man kämpft am Ende trotzdem gegen seinen Freund. So, es ist die gleiche Scheiße, nur anders. Shit, warte. 1, 2, 3, 4, zack. Das hat wehgetan. Das war garantiert nicht die letzte Phase. Wenn wir kämpfen, nicht freiwillig. Er kann sich schon. Ja, er bleibt. Bam! Phase 2. Also noch nicht ganz Phase 2, aber halt auf jeden Fall. Jetzt kommt sein Ulti. Seine Unskipper. Oh Gott. Das letzte Mal habe ich diese Dimensionsrisse gesehen in Kirby. Wie hieß das Spiel nochmal? Das auf der Switch. Nicht das hier, das andere Kirby auf der Switch. Ich werde so drauf gehen. Ich werde so drauf gehen. Ja, das Spiel hat gerade ein bisschen sehr was von... Ich will nicht mal sagen, okay. Ja, so, das ist definitiv das Finale. Dann müssen wir so. Bam, nimm diese Sterne. Sonne, Mond und Sterne, und ich krieg's dich zu Tode. Ich hab irgendwie mehr Glück als Verstand, das hab ich das Gefühl. Ja, aber stimmt, Serenaut hat irgendwas gemacht mit dem Himmel. Poki! Whippy! Nein, 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 ich brauch das! Ich brauch das! So, drüber springen und dann schön alle mitnehmen, alle Sternchen und egal. Überleben, überleben. Flandre-Mode. Ja, können wir die Unknown Was Her Musik haben? Scheiße! Meine Fähigkeit ist weg. Kann meine Fähigkeit wieder haben? Kann ich meine Fähigkeit... Ich hab Fähigkeit, Fähigkeit! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Ich bin so tot! Ich bin so 1.000.000% tot. Jetzt kommt er von einer Seite. Okay. Und dann kommt er auf mich zu, ne? Ah, okay. Das war der Moment, in dem ich hätte ausweichen müssen. Aber machen wir es einfach nochmal. Hat doch funktioniert. Muss jetzt nur seine Angriffe lernen. Ich wette, beim zweiten Mal ist es nicht so schwer. Ey, der hat doch garantiert eine Phase 2. Erzählt mir doch nichts. Also tun wir einfach mal so, als wäre das gerade nicht passiert. Da steht er einfach schon und wartet auf uns. Ey, war komisch, die Attacke macht er gar nicht mehr.
Okay, das war easy. Und dann kommt der Angriff. Dann geht sie alle auf. Zack, zack, stech, 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 stech. Und mehr Elfinis. Du bist nicht mehr Elfinchen, du bist jetzt, Elf. Denkt euch einen Namen für das Vieh aus. Ja, also im Endeffekt Elphilis, Moment, Mephilis. Also bitte haben. Jo, warum so am übertreiben, Junge? Eigentlich nur permanent Slow Motion, weil hier nur Sachen rumfliegen. Aber ich würde sagen, wir machen das ganz gut. 12 Hilfs. Auch nicht schlecht. Ich liebe es, wie moderne Kirby Bosse heutzutage immer so viele Sterne rumstellen. Das war halt immer nicht drin. Hä, was habe ich gemacht? Ich habe doch ausgewichen. Anubis Mewtwo. Ja, eben. Mewtwo Vibes gibt mir das Vieh auf jeden Fall. Wo ich sagen muss, diese Tötungsform, die war richtig hässlich. Aber natürlich mit den Augen von, oder mit den Ohren von Elfinchen als Flügel sieht es Vieh schon cool aus. Oh mein Gott, ist sie weg. So, jetzt kommt die nächste von hier. Extra nah ran. Wieder von hier. Ei, ei, ei. Am triff ihn. Und dann macht er ihn ja. Bam. Stech, stech, stech. Macht er jetzt noch eine neue. Jetzt kommt die Attacke. Okay. Welcher saugt? Der saugt. Ah, ich hab ihn gebrochen. Ich hab seine Attacke gebrochen. Ja, er hat kaum noch Energie. Ich muss eigentlich nur noch drauf zu machen. Bam. Down mit dir! Und ich muss Elfinchen berühren. Warte, ich kann. Das war eine der ersten Sachen, die wir gelernt haben. Ah, okay, das war. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Elfinchen ist gerettet. Und er kann seine Form nicht länger behalten. Und er kann seine Form doch länger behalten. Ohne Mist, ich bin so gespannt auf diese fucking Lore. Was für eine unglaubliche Macht. Ich befürchte, uns steht Schlimmes bevor. Was ist denn, Kirby? Oh, ist das etwa... Ist das deine Heimat, Planet Pop? Oh nein, Planet Pop wird in den großen Wirbel gezogen. Es soll wohl mit dieser Welt kollidieren. Hey, das ist jetzt aber ein schlechter Verlierer-Move. Wir müssen das verhindern, aber wie nur? Auto. Ich sag... oh mein Gott. Also der LKW geht natürlich auch. Der LKW geht natürlich auch, aber ich wusste, dass es irgendwas mit dem Auto zu tun haben wird. Weil das die erste Verwandlung ist, die wir gesehen haben in dem Spiel. Oh mein Gott, was geht ab? Was für... Ich bin einfach super sorry. Was ist das? Ist das nicht, wirklich nicht das Finale von Sonic 2006? Oh scheiße, der kommt runterfallen. Irgendwie gibt mir das Ganze halt ultimative... wie heißt das Ding hier nochmal? Perfect Chaos Vibes.
Und irgendwie auch die Welt, wie niemals war, auch Kingdom Hearts 2. Die ist auch noch ein bisschen mit drin. Weil der schmeißt Gebäude auf uns. Da kenne ich sonst nur einen anderen Typen, der das macht. Das ist Perfect Chaos als Adventure, ja eben. Oh mein Gott, Cutscene, Cutscene. Es geht ab. Er ist nicht beeindruckt. Er könnte auch so ein Sonic-Villain sein. Er ist irgendwie zur Hälfte Silver und zur anderen Hälfte Infinite-Mephiles. Oh mein Gott, gib mir Time Event. Scheiße! Sag mir das doch, dass es Quick Time Event gibt. Alles gut. Nervous sweating. Ah! Nein, wir haben die Macht der Freundschaft. Wir gehen jetzt nicht drauf. Alter, hört man das? Und weg mit dir. Da müssen wir jetzt noch mal ran. Purer Hype oder zu purer Hype. Oh mein Gott. Oh Gott, war es das für dich? War es das mit allem? Aber hey, das Spiel hat gespeichert. Das heißt, so schlimm kann es nicht sein. Oh shit, Kirby in realistischem Gras. Ist das der Planet Pop? Alles wird eingesaugt. Oh nein, er wird sich opfern. Wir müssen ja irgendwie erklären, dass er im nächsten Kirby-Abenteuer nicht dabei ist. Die Verbindung zwischen den Welten muss geschlossen werden, um jeden Preis. Ah! Hey Kirby, danke für alles. Nein, ich will jetzt nicht, ich will heute nicht weinen. Wofür haben wir ihn gerettet? Aber hey, Kuchen! Oder DDD, hat DDD ist wahrscheinlich zurück. Ja. Und Elfhähnchen war immer... Nein, warte, Elfhähnchen ist zurück? Oh. Weil Elfhähnchen ist auf den ganzen Fotos mit drauf. Ein neues Traumland voller Freude und Spaß. Sag mal, die Untertitel... Ich bin einmal gestorben, Taschentuchgeist. Das zählt, glaube ich, nicht als First Try. Der Himmel bricht aus und es gibt so viel zu sehen. Waren die Untertitel beim Anfang auch mit dabei? Oder gab es nur diese komischen Untertitel? Die Fantasiesprache. Das Land der Träume ist Dreamland. Oh, das macht Sinn. Das Land der Träume, da wollten sie ja hin. Sie wollten quasi ein Portal nach Dreamland öffnen. Sie wollten Warp-Technologie benutzen, um Dreamland zu erreichen, weil ihre Welt zerstört ist. Oder vergessen. Sind die Untertitel in Minecraft Enchantment Table geschrieben? Ich glaube schon.
Hey und Metanet war auch hier. Aber jetzt muss ich noch mal. Oh Gott. Jetzt muss ich noch mal die Namen der Welten mir genau angucken. Diese Schrift kann man leicht übersetzen, wie denn? Ich weiß, das heißt Meta knallt. Hey, guck mal, den haben wir besucht, den Raum. Alter, Vanpool hat hier mitgemacht. Wisst ihr, was die gemacht haben? Vanpool hat die Tingelspiele gemacht. Und Goodfear war auch am Start. Juntaro Kurokawa. Ich werde mich nie an diesen Namen gewöhnen. Ey, finde ich ihn jetzt ein neuer Freund? Würde er jetzt wie die Wisps in jedem Spiel dabei sein? Ich hätte nichts dagegen. Und Jen spielt Animal Crossing. Schaut bei Jen vorbei. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, ich weiß nicht, kann ich das Spiel jetzt starten? Oder gibt es da eine Cutscene? Ich muss es versuchen. Nein, oder ich muss alle Waddle Dees sammeln. Es ist Ape Escape. Der Rüstungsautomat der Revier ist jetzt verfügbar. Und es gibt eine Waddle Dee Band. Die Waddle Dee Straßenbühne. Du musst nicht alle sammeln, okay. Sondern das ultimative Turnier im Kolosseum bestreiten. Wahrscheinlich der Boss Rush. Und das ultimative Turnier kann ich mich dort anmelden. Spezialpokémon aufgewertet werden. Ne, es gibt eine Sache, die ich prüfen muss. Ey, Finch, was hast du mir zu sagen? Oh. Was machst du denn hier? Oh, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen will. Hey, Sinon, hat Sandras zu Besuch in unserem Stadt. Sie sieht leicht verängstigt aus. Ah, denkst du auch gerade, was ich denke? Kurz nachdem wir wieder Frieden gebracht haben, kamen die Tiere zum Feiern vorbei. Doch von Leopold fehlt jede Spur. Bestimmt sucht Tatsandra bereits nach ihm. Vielleicht hat sie ja schon Hinweise auf seinen Verbleib gefunden. Wir sollten sie mal fragen. Nee, ich muss eine Sache überprüfen, die mich schon die ganze Zeit aufregt. Eine Sache, Chloraline. Guter Name. So, wir müssen das übliche Kirby-Spiel spielen. Also, Rotharz, verbotene Lande. Und da oben war irgendwie dieses Discovery. Sand, überall nur Sand, wie groß die Wüste noch ist. Origin-Wüste. Nee, kann ich nicht auf die Weltenkarte zugreifen? War doch die Liste. Also. Naturebene. N. Nee. New. World. Ich bin untröstlich, aber hier fehlt ein Buchstabe. Da kommt noch was. Da kommt noch ein letztes Level. Die Frage ist, wie lang ist dieser Content? Ach, das New World ist mit drin. Labor, Discovery. Oder Discoverer.
Jetzt ist aber wirklich die Frage, was geht mit dem Leopold ab? Ist der jetzt ein Secret-Boss oder... Ich muss das wissen, weil ich wissen will, ob ich das jetzt mit ranhänge oder ob das halt ein extra Stream wert ist, weil wir sind bei den 2 Stunden angelangt. Deshalb muss ich wissen, wie lange das dauert, Kerbo. Ob das jetzt so eine einmalige Sache ist, dass wir jetzt eine halbe Stunde dranhängen, dann ist das gut, oder ob wir quasi nochmal 2 oder 1 Stunde damit filmen können. Extra Stream, okay. Dann würde ich sagen, das dauert eine Weile. Okay, dann haben wir noch Content für den letzten Stream. Machen wir das beim nächsten Mal. Ich bin geflasht, dass es keine 8 Welten gibt. Aber ist okay. Das war definitiv ein krasses Finale so. Deshalb würde ich sagen, ja, verpasst nicht das Finale von Kirby und das Vergessene Land. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.